Aloha und herzlich willkommen zu einem weiteren Loot-Chest Unboxing. Jawohl, es ist mal wieder der 15. vorüber eines Monats und das bedeutet Loot-Chest Time. Jawohl, es ist eine neue Box erschienen und ich weiß absolut nicht, was sich darin befindet, aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich war nicht mal auszuschauen, habe mal die Adresse abgemacht. Jetzt sieht die Box natürlich ein bisschen gedamaged aus, aber das liegt natürlich nur daran, dass ich eben die Adresse abgemacht habe. So, ich habe es aber ein bisschen aufgeräumt. Naja, was heißt aufgeräumt? So ein paar Kabel hängen hier noch rum, aber das ist mir jetzt auch egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir öffnen mal die Box. Und ich bin sehr gespannt, was wir diesen Monat denn so herinnen haben. Oh, hey, mein Lootbook ist ein bisschen gedamaged. Guck mal. Es ist ein bisschen geknickt. Das war, weil das hier so drin hing. Da. So hing ich ein bisschen runter und jetzt ist es ein bisschen kaputt, aber das macht nichts. Das ist gar nicht schlimm. Da gucken wir auf jeden Fall gleich mal rein. Nicht jetzt sofort. Und wir schauen uns zunächst einmal den ersten Inhalt an. Boah, Alter, was ich da schon sehe, ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Boah. Fangen wir mal mit diesem wunderschönen Stück an. Es ist eine CD mal wieder, seit längerem mal wieder eine CD. Und zwar die Big Twice Push Start CD. Und ich habe tatsächlich mit dem Jens schon vorher ein bisschen darüber gequatscht gehabt, über dieses Stück quasi, was uns sich in dieser Box befindet. Und deshalb hört ihr in diesem Video jetzt gerade auch schon Songs aus dieser oder von dieser CD sozusagen. Ja, das ist nämlich eine exklusive Loot Chest hergestellte oder eben gemachte, gebrannte CD. Mit Songs von Castlevania, mit Songs von Super Mario Bros., von Mega Man 2, von Ninja Gaiden, Street Fighter 2, Space Harrier, Puzzle Bobble und Tetris. Jawohl, diese wunderschöne CD ist doch der Hammer. Es spiegelt mal wieder ein wenig, das tut mir leid. Aber ich nehme dieses Unboxing gerade auch um 7 Uhr morgens auf, also die Lichtverhältnisse sind denkbar ungünstig, wobei, wann sind sie das nicht in dieser Kammer? Naja, egal. Kommen wir zum nächsten. Oh, warte mal, da muss ich mal ganz kurz so. Ich heb das erstmal raus. Und das hier auch. Oh, das ist schon geil. So, und dann machen wir mal weiter mit... Oh mein Gott, da ist was zu Fallout drin. Fallout! Und zwar ein wunderschöner Schlüsselanhänger, ja, zu Fallout 4 mit dem Vaultboy, der TNT in der Hand hat und eine Bombe. Wie gesagt, ein bisschen TNT. Ich versuche mal die Spiegelung ein bisschen zu unterbinden. Kriegen wir das irgendwie hin? Hier, naja, so sieht man es einigermaßen. Jetzt Licht aus, muss ich wahrscheinlich gar nicht so. Oh mein Gott! So, da sieht das halt einigermaßen. Da sieht man es ganz gut. Guck mal, wenn ich es hier hinhalte. Das sieht gut aus, glaube ich. Yeah, Fallout. Fallout. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ein Fallout-Schlüsselanhänger. Ich freue mich. This is not a toy. Aha. Weißt du Bescheid? Kein Spielzeug. Okay, machen wir weiter mit... Oh, da ist noch was für alle, die jetzt etwas später doch in die Schule gehen wollen. Nein, Quatsch. Es ist einmal ein Spitzer von Marvel und da hatten wir ja auch vor geraumer Zeit mal, nee, das war es nicht, jetzt finde ich es nicht mehr, naja, auf jeden Fall aus dieser Marvel-Serie eben, ja, mit diesem wunderschönen Comic, Design, ja, ein wunderschöner klassischer Spitzer mit Loch, ja, und passend dazu, weil du brauchst ja logischerweise auch etwas, was du spitzen möchtest, gibt es noch einen unangespitzten, wie ihr hier seht, Bleistift, ebenfalls im gleichen Marvel-Logo mit Radiergummi hinten dran. Ne, so ein typischer Bleistift, den stopft man dann da rein und dann kann man den spitzen und dann hat man eigentlich wunderbar eine Zeichnungs-Erstausrüstung. Oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich diese Radiergummis immer lustig. Die sahen bei mir immer aus wie Sau in der Schule früher. So, legen wir mal dahin. Und was haben wir hier? Ah, was zu essen, was zu schnabulieren und zwar Warhead. Warheads. Okay, Extreme Sour Hard Candy. Mit der Geschmacksrichtung, was ist das? Blueberry. Direkt oder directly aus Denver, USA. Hier diese wunderschönen Warhead. Was sind das? Bonbons? Kügelchen, Bonbons? Irgendwie sowas. Dragees, ich habe keine Ahnung. Da gibt es das auch noch mit Black Cherry, also mit dunkler Kirsche. Ja, und natürlich noch eins mit Apfel. Leckere Äpfel und
Kirschen und hast du nicht gesehen. Ich weiß, vielleicht kennt ihr die Dinger, ich kenne sie nicht, ich habe sie ehrlich gesagt noch nie probiert, aber ich bin offen für alles. So, mit was machen wir denn jetzt als nächstes weiter? Ich glaube, bevor ich das Ding raushole, weil ich könnte mir vorstellen, dass beziehungsweise ich kenne den Inhalt ja jetzt schon. Jetzt kann ich ja eigentlich mal hier ins Lootbook gucken und kann mal schauen, was denn da am Ende dann das Loot Chest Plus Artikelchen ist. Ach, das ist ja schön. Okay, der Loot Chest Plus Artikel war tatsächlich irgendwie auch verständlich und zu erwarten. War tatsächlich diese wunderschöne CD hier. Also haben wir die jetzt zuerst sozusagen abgehandelt, die CD. Naja, okay. Dann haben wir die halt schon gemacht. Gut, also das hier ist der Plusartikel gewesen. Ziemlich cool, muss ich trotzdem sagen. Dann ist es jetzt eigentlich egal, womit wir weitermachen. Machen wir weiter mit dem, was sich noch hier in der Box befindet. Und zwar ist es mal wieder eine Lektüre für die regnerischen Tage, sofern sie denn dann irgendwann mal kommen. Und zwar die klingonische Kunst des Krieges. Ein Buch, ein Band über Star Trek oder zu Star Trek, zu den Klingonen, wie die denn so das Kämpfen gelehrt haben und einige Kampfinformationen über die Klingonen. So, aufgemacht hier und dann schauen wir uns das doch auch direkt mal an. Mal gucken, ob ich das jetzt da, das war total schlau aufgemacht jetzt von mir. Es hat nämlich überhaupt rein gar nichts gebracht. Aber hey, das ist in Ordnung. Warte, ich versuche das mal da raus zu pädeln. Verdammte Axt, jetzt geh doch mal auf da. Was ist das denn? Da kriegst du doch Haare, kriegst du da doch. Ich mach mal was auf. Hat ja gar keinen Sinn. Ich versuche mal hier rein zu stechen und dann... Ha! Wunderbar! Okay, pass auf. Wir öffnen dieses Buch mal. Papier schmeiße ich mal gerade in die Loot-Chest und schickse... Wieder Retour an die Jungs von Loot Chest. Okay, wir schauen mal rein gemeinsam. Ich kann ja mal, Moment, wir machen das mal anders. Ich mache das mal so und lege diese Box aber da unten auf die anderen Sachen drauf. Weil nicht, dass ich die jetzt auch so sehen filme. Und dann seht ihr die nämlich. Dann nehme ich die Kamera, klappe den Bildschirm mal nach hinten. Und dann können wir uns mal gemeinsam die klingonische Kunst des Krieges zu Gemüte führen. Hier sehen wir schon mal das wunderschöne Klingonen-Logo, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus von der Aufmachung her. Und hier sehen wir es auch nochmal. Es ist ein offizieller Star Trek Artikel sozusagen. Die klingonische Kunst des Krieges. Regeln abgeleitet aus den Lehren von Kales dem Unvergesslichen. Mit modernen Anmerkungen von Karatak, Sohn von Mlind, übertragen ins Englische von Keith R. A. de Candido. So. Das ist tatsächlich wie so ein richtiges Buch aufgebaut. Das finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Ein offizieller CBS-Artikel, Anmerkungen des Übersetzers. Hier haben wir dann ein richtiges Vorwort. Und es ist natürlich, also es gibt hier und da mal immer so ein Bild, ja, so ein Artwork, sag ich mal dazu, wie jetzt zum Beispiel hier. Ja, sehen wir, da ist zum Beispiel ein Bildchen dabei. Aber ansonsten ist das doch ziemlich, ist das doch ziemlich viel Stuff zum Lesen. Also für Leute, die wirklich gerne lesen, hier gibt es jede Menge Krams, den ihr euch durchlesen könnt, zur kriegerischen Kunst der Klingonen. Also ist schon ziemlich cool. Uralte Grundsätze gnadenloser Ehre. Aus dem klingonischen Original übersetzt von Keith R. A. de Candido und auch ins Deutsche übersetzt wurde das Ganze von Helga Parameter. Und Sunny Kentoff. Ja, so heißen die zwei, die das Ganze ins Deutsche übersetzt haben. Und von hinten, da sieht man auch nochmal ein kleiner Klappentext. Ist so an sich und insgesamt gesehen ziemlich cool und kostet stolze 24,90. Ja, also ist schon was wert. Ist auch ein cooler Band so im Insgesamt. Ein cooler Band insgesamt. Ist ein Hardcover, wie ihr hört. Also nicht irgendwie nur so ein Heftchen, sondern ist schon ziemlich cool. Daumen hoch dafür. Daumen hoch dafür. So, ich richte mal die Kamera wieder ein bisschen aus. Kleinen Moment. Wer ist das denn? So, warte, die Kamera ist wieder ausgerichtet. Das müsste gehen. So, pass auf, das Buch tauscht jetzt mal. Warte, ich kann das Buch auch da wieder... Ich lasse es mal hier draußen. Und die Box schmeiße weg. So, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Artikeln und wie ich persönlich finde, zu den zwei coolsten Artikeln. Und zwar, was machen wir denn zuerst? Wir machen zuerst das T-Shirt. Es gibt dieses Monat. Was ist denn heute los? Dieses Monat. Es gibt diesen Monat wieder ein
T-Shirt. Jawohl, es gibt endlich mal wieder ein T-Shirt. Ich bin freudestrahlend. Und Papier. Und ich muss sagen, ich feiere dieses T-Shirt so extrem, weil es zwei meiner absoluten Lieblingsspielserien umfasst. Und zwar, ich habe es mir noch gar nicht selbst komplett angeguckt, mache ich jetzt einfach mal. Das ist schon geil. Ist verdammt geil. Also es ist ein türkisfarbenes T-Shirt mit dem Aufdruck Welcome Vault Hunter. Und dieses Spiel, beziehungsweise dieses T-Shirt vereint zwei Spiele. Und zwar den Hintergrund und die Frisur des Vault Boys, inklusive der Schrift Welcome Vault Hunter, mit dem ollen Claptrap aus Borderlands. Also das ist schon verdammt, verdammt geil gemacht. Ich versuche mal noch ein bisschen näher ranzukommen, damit ihr es noch ein bisschen besser seht. Das Logo hier so, pam. Also das T-Shirt ist schon verdammt geil. Eines meiner Highlights bis hierhin, muss ich sagen. Und tatsächlich vielleicht sogar das geilste T-Shirt bisher, muss ich tatsächlich zugeben. Weil ich halt, wie gesagt, Fallout und Borderlands, das sind zwei absolut geile Spiele-Serien und jetzt halt ein T-Shirt zu haben, was beide sozusagen featured und dann auch noch Claptrap, das ist der absolute Hammer, muss ich wirklich sagen. Ziemlich, ziemlich cool. Und damit haben wir dann also auch zwei Fallout-Artikel im Monat von Fallout. Sehr gut reagiert, muss ich sagen. Sehr, sehr gut reagiert, finde ich richtig cool. Wenn ihr jetzt noch im nächsten Monat, im Dezember, eine Star Wars Box oder sowas macht, Alter, dann weißt du Bescheid. Okay, das T-Shirt lege ich mal da hinten hin. Die anderen Sachen habe ich alle hier liegen, da muss ich das T-Shirt eigentlich auch da hinlegen. Nicht, dass es sich schlecht behandelt fühlt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Artikel diesen Monat. Und zwar eine Figur, beziehungsweise, nein, eine Figur an sich ist es nicht direkt, sondern es ist eine Replika oder Replika kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Und zwar ich weiß, ich muss jetzt noch mal gucken, ob es hier irgendwo steht, wie das gute Stück denn heißt. Ach, das ist der Ecto One. Alles klar. Es ist nämlich ein kleines Replika, eine kleine Nachbildung des Ecto One, des Fahrzeuges von den Ghostbusters. Leider ist die Verpackung bei mir hier so ein bisschen beschädigt. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, das macht nichts. In 90% der Fälle packe ich den Kram sowieso aus und stelle ihn mir so ins Regal. Was immer sehr gut kommt, weil ich habe keine Vitrinenschränke. Das heißt, also ich habe diese Billigregale von Ikea, ich habe aber noch keine Türen. Und das bedeutet, sobald ich irgendwann mal Türen habe, kann ich den ganzen Kram erstmal rausholen und einzeln polieren. Das ist eine tolle Aufgabe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, ich mache das jetzt mal auf und hole das Ding tatsächlich mal raus, damit wir uns das auch mal von nahem angucken können. Sofern das denn überhaupt funktioniert, doch das geht. Das geht doch ziemlich gut, muss ich sagen. Da ist es. Das ist nur Plastik. So, und da haben wir das gute Stück auch schon. Ich weiß es nicht. So, ist ist Vinyl. Und wenn ihr diese Vinyl-Popfiguren kennt, die immer so in den ganzen Boxen auch mit drin sind oder die man sich auch so kaufen kann, es ist aus dem gleichen Material gebaut und es ist ja doch ziemlich detailreich, muss ich sagen. Also man hat hier oben zum Beispiel diese ganzen Abwehrsysteme und diese ganzen Radarsysteme. Das sieht alles schon ziemlich cool aus. Natürlich auch die Sirenen und alles. Und hier an der Seite haben wir auch noch eine Leiter. Natürlich auch. Und dann so kleinere Details wie zum Beispiel die Verkabelung hat man gedacht. Von unten ist es so, naja, sieht mehr aus wie so ein Spielzeug eigentlich. So ein 5-Euro-Spielzeug vom Wühltisch im Real. Aber gut. Von hinten auch ziemlich cool. Ghostbusters Logo ist mit drauf. Das Kennzeichen ist mit drauf. Ist auch schon mal ziemlich cool. Dann haben wir hier noch die Seitenflügel. Die sind natürlich auch dabei. Und von vorne, wie man sieht, der Kühlergrill und die Lampen und alles. Also ist schon ganz cool eigentlich. Haben sie echt cool gemacht. Ist nicht von der Firma, die Titans Vinyl Figures. Nein, ich glaube, das ist nicht. Nee, Quatsch. Diese ganzen Figuren sind ja von Funko. Und das ist von Titan Vinyl Figures. Und ist aber trotzdem ziemlich cool, muss ich sagen. Ziemlich, ziemlich nice. Das Ecto One Fahrzeug aus den Ghostbusters. Who you gonna call? Okay, ich pack das mal wieder da rein, wenn ich das denn hinkriege. Einmal so. Einmal so. Ja, das funktioniert nicht. Ich muss das irgendwie so lassen, dass es stehen bleibt. Da muss ich ganz langsam da hingreifen. Nein! Das ist umgefallen! Alter. Ich hab's hier. Sehr gut.
So. Ne, das war falsch. Wahrscheinlich so und dann so und... Klappe zu, effet do it. Sehr gut. Ja, doch. Das ist okay so. Das passt. Naja, wie gesagt, und es ist, das finde ich ziemlich cool, ein Loot-Chest-exklusives Item. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was bedeutet denn Loot-Chest-exklusiv? Gibt es das nur in der Loot-Chest? Nein. Ihr werdet das Ding wahrscheinlich, also schätze ich jetzt einfach mal, auch so kaufen können. Allerdings ist es eben, was diese ganzen Loot-Boxen sozusagen angeht, sind Loot-Chest eben die, die das Teil exklusiv lizenziert bekommen haben. Und deshalb bekommt ihr dieses Ding in diesen ganzen Loot-Boxen sozusagen nur bei der Loot-Chest. Das bedeutet Loot Chest Exclusive. Das heißt jetzt nicht, dass es das Ding nur bei der Loot Chest gibt. Also ihr werdet das Teil auch so kaufen können. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, und hier haben wir noch ein paar andere Figuren, die es von diesen Titan Video Figures sozusagen gibt. Da haben wir natürlich noch einmal den Slimer haben wir da. Dann haben wir natürlich noch den Wankman und den Stance. Ja, diese Figuren gibt es noch. Und das hier ist nochmal die Seite von diesem wunderschönen Fahrzeug. Also... Das ist die Loot Chest für diesen Monat gewesen. Ich kann mal versuchen, ob ich das irgendwie einigermaßen hübsch aufgebaut kriege hier, um euch nochmal einen kleinen Überblick zu geben. Dann können wir die CD da hinpacken und das Fahrzeug da irgendwie hin. Und dann kann ich euch nochmal einen kleinen Überblick geben, was denn diesen Monat so drin war. So, dafür muss ich den Bildschirm mal wieder zurückklappen. Zack. So, guck mal. Ach, das T-Shirt noch. Scheiße, wir kriegen das da... dahin. So, also. Das ist die Box in diesem Monat. Ja, natürlich. Ach, das Lootbook, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Was haben wir denn da so schönes? Was haben wir denn da? Pass auf. Die große B-Joker-Bibliothek. Was? Joker-Bibliothek. Aha. Tod der Familie. Wo ist Batman? Naja, keine Ahnung. Da haben wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Informationen. Das heißt, es gibt, vielleicht ist in eurer Box tatsächlich ein anderer Fallout 4 Keychain. Und es gibt auch eine zweite Version des Star Trek Books. Warum steht hier 12,95? Naja, das ist der Marktpreis der momentane. Vielleicht ist das, weil das Buch schon ein paar Tage alt ist. Gibt es das mittlerweile für günstiger. Da oben haben wir den Ghostbusters Actor 1. Da natürlich das Vault Hunter T-Shirt, das extrem geil ist. Ein Pencil und ein Sharpener, also ein Stift, ein Bleistift und ein Spitzer und natürlich noch die Warhead Sour Candies. Und wer möchte, hier habt ihr 10% Rabatt. Ein 10% Rabattcode bei randyrun.com. Yeah. So, da haben wir noch G-Portal, dein gratis CSGO-Server. Da gab es ein paar Probleme mit dem Code, aber der sollte mittlerweile funktionieren. Also wer einen gratis CSGO-Server möchte, weiß Bescheid. So, Linecast-Werbung, Time to Win, das ist das Ende. Ja, da gibt es auch eine Loot Chest App. Also wenn ihr hier diesen QR-Code wählt, ich weiß nicht, ob das glaube ich schon mal probiert, ob das geht, weiß ich nicht. Ich glaube, einige hatten geschrieben, es hat tatsächlich funktioniert. Naja, also hier haben wir nochmal Fallout Keychain, da haben wir den Spitzer und den Bleistift. Dann haben wir hier noch die klingonische Kunst des Krieges. Ach nee, warte, das war Chewie, Moment. Da haben wir noch die leckeren Sour Candies, die CD, die wunderschöne Nachbildung, das T-Shirt und das war's. Jawohl, das war die Loot Chest für diesen Monat. Und ich muss sagen, die Box diesen Monat war doch ziemlich cool. Also das T-Shirt ist ein absolutes Highlight, muss ich tatsächlich sagen. Also das ist schon ziemlich geil. Mit dem Claptrap als Walt Hunter sozusagen. Dann haben wir natürlich noch die CD, die ist auch ziemlich cool. Die Mucke hört ihr gerade wahrscheinlich im Hintergrund. Und ja, und dann noch so ein bisschen Kleinkram, wie zum Beispiel die Keychain von Fallout 4. Die kommt direkt an meinen Schlüssel. Den kann ich euch auch irgendwo mal zeigen. Vielleicht in einem Vlog oder so, mal gucken. Also, ziemlich, ziemlich coole Box, muss ich sagen. Ziemlich, ziemlich cool. Hat mir gefallen auf jeden Fall. Das war ist die vorletzte Box dieses Jahr gewesen. Überlegt euch mal, es ist schon wieder fast ein Jahr rum. Wie krass ist das denn? Wir haben schon wieder November, in 4 Wochen ist schon wieder Weihnachten, in 5 Wochen ist schon wieder 2016. Alter, das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Das glaubt einem keine Sau. Naja, war auf jeden Fall bis hierhin ein ziemlich cooles Jahr mit der Loot Chest. Und naja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann ein vorletztes Mal im Dezember. Wir werden noch wahrscheinlich 2 oder sogar 3 Loot Chest Unboxings machen. Was das auf sich hat damit, das, weiß ich noch nicht. Ich darf es noch nicht sagen, aber... Wir werden uns noch ein bisschen sehen dieses Jahr, was Loot Chest angeht. Und noch eine kleine Information, wenn ihr diesen Inhalt sehr schön fandet oder wenn ihr den gut fandet, dann gebe ich euch mal einen Tipp.
Schaut mal nächsten Dezember, beziehungsweise nächsten Dezember, was heißt nächsten Dezember? Schaut mal im Dezember genauestens auf meinem Kanal rein. Da wird es nämlich eine tolle Aktion geben für dich, sozusagen von mir für dich und auch in Zusammenarbeit mit Loot Chest. Und falls euch der Inhalt gefallen hat, Augen aufmalen. Yeah! Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!